Leitmotive, Alliterationen, Richard Wagner als Dichter, vieles von dem haben wir schon in der Rheingold-Einführung behandelt. Wer das dort nachhören möchte, ist herzlich eingeladen. Wer gleich mit der Walküre einsteigen möchte, wo ich vieles von dem jetzt nicht noch einmal grundsätzlich wiederholen werde, jetzt geht's los. Mit diesem Sturm beginnt die Walküre von Richard Wagner. Dieser Anfang macht einmal mehr deutlich, wie sehr in seinen musikdramatischen Werken der Beginn schon Teil des Dramas ist. Wir erinnern uns, das Rheingold begann ja nun gänzlich anders. Und die Walküre nun. Ein Sturm in D-Moll. D-Moll ist ja die Tonart, wir denken an Beethovens 9. Symphonie oder in der Nach-Wagner-Zeit an Bruckners 9. Symphonie. Das ist die Tonart, die, wenn die Welt aus den Fugen gerät, wenn es wirklich kosmisch dramatisch wird, gerne verwendet wird. Richard Wagners Walküre wurde zum ersten Mal aufgeführt gegen seinen Willen in München auf Geheiß des bayerischen Königs Ludwigs II. Und 1876 wiederum, da erlebte dann der gesamte Ring des Nibelungen, der ja aus dem Vorabend Rheingold und den drei Abenden Walküre, Siegfried und Götterdämmerung besteht, seine gesamte Uraufführung in Bayreuth im berühmten Festspielhaus. Interessanterweise stehen alle drei Akte, die Walküre besteht aus drei Akten oder Aufzügen, wie Richard Wagner selber schreibt, alle diese drei Aufzüge beginnen in einem Dreiertakt. Also die Taktart selber ist ein bisschen verschieden notiert, aber es gibt immer ein Dreiermetrum. Der erste Akt. Und der zweite und dritte Aufzug, wir werden später dazu kommen, auch in einem Dreiermedium. Wir hören ein wichtiges Motiv, was wir am Ende des Rheingolds schon einmal gehört hatten. Donner, der Halbgott, hatte dort gesungen. Heda, hedo, heda. Und dieses Motiv, teilweise auch variiert, bestimmt dann auch diesen Sturm am Beginn der Walküre. Also ein Zeichen dafür, dass diese vier Ringabende in einer großen Einheit in gewisser Hinsicht zueinander stehen, mindestens aber doch aufeinander abfolgen und eine gewisse Gesamtanlage von Anfang an spürbar ist. Ein Mann auf der Flucht, Siegmund, erreicht eine fremde Hütte. Er weiß noch nicht, dass es Hundings Hütte ist. Und das Erste, was er hervorstößt, ist, wes Herd dies auch sei, hier muss ich rasten. Sieglinde, die Ehefrau Hundings, bemerkt ihn. Ein fremder Mann, ihn muss ich fragen. Und es entspinnt sich ein Dialog zwischen den beiden. Tatsächlich besteht die gesamte Walküre nur aus zwei Szenen, bei denen mehr als zwei Wesen miteinander im Dialog stehen. Das eine ist die zweite Szene im ersten Akt, wenn Hunding gleich eintreten wird. Und das andere ist die berühmte große Walkürenszene am Beginn des dritten Aktes. Alle anderen Szenen, so eben auch die erste Szene des ersten Aktes, kommen mit nur zwei Protagonistinnen und Protagonisten aus. Damit erfüllt Richard Wagner eine ganz wichtige Forderung, die er selber als Theoretiker auch aufgestellt hatte. Richard Wagner war ja nicht nur tatsächlich als Komponist und als Dichter seiner eigenen Texte, nicht? Der Text ist ja auch von Richard Wagner geschrieben, ganz wichtig, sondern er hat auch wichtige theoretische Schriften verfasst. Ja, auch in
klarer Hinsicht antisemitische Schriften, aber auch sehr wichtige Schriften, die für die Theaterdramaturgie für uns heute nach wie vor bedeutsam sind. Ich spreche zum Beispiel von Oper und Drama. Und diese Forderung, dass man wie im Schauspiel eben nicht gleichzeitig singt, nicht in einem Duett, in einem Terzett gleichzeitig singt, sondern wie im Schauspiel tatsächlich jede Silbe verstehen kann, die ist hier in dieser Walküre in den allermeisten Szenen mustergültig umgesetzt. Siegmund berichtet von seinem Schicksal und Sieglinde letzt ihm den Gaumen, kredenzt ihm ein Wasser, sodass er zuerst einmal Zuflucht finden kann. Hunding tritt auf, der Ehemann Sieglindes. Dieses Hunding-Motiv, gespielt von 5 Tuben, 4 davon sind die berühmten Wagner-Tuben aus der Hornfamilie, auch Horntuben genannt, also Instrumente, die Richard Wagner selber konzipiert hat. Und die 5. ist eine ganz normale Kontrabass-Tuba. Dieses Motiv ist voller innerer Anspannung. Dieser Hunding ist offensichtlich wirklich kein weicher Geselle. Er kommt herein und nicht ganz überraschend wundert er sich, dass ein fremder Mann bei seiner eigenen Frau sitzt. Und er wundert sich noch über etwas weiteres. Tatsächlich sehen sich Sieglinde und Siegmund sehr ähnlich. Wie sich später herausstellen wird, sind sie Zwillingsgeschwister. Siegmund spricht davon, wie er überhaupt in dieses Haus gekommen ist. Er war nämlich auf der Flucht vor einer Häscherschar, die ihn verfolgt hat, weil es verschiedene Konflikte gab. Und mehr stellt Hunding fest, dieser Siegmund, der sich Wewald nennt, das ist derjenige, den er selber verfolgt hat mit seinen Mannen, sein Feind. Nun ist Siegmund in seiner eigenen Hütte und nach germanischem Recht ist es tatsächlich so, dass man sich nicht in der Nacht oder am späten Abend den Kampf ausgetragen hat, sondern erst am nächsten Tag. Das heißt, Hunding gewährt Siegmund nicht, weil er ihn so besonders nett fände, sondern um sich selber nicht schuldig zu machen, das Gastrecht für die Nacht. Sagt aber, am nächsten Tag sehen wir uns wieder. Er legt sich schlafen und Sieglinde hatte aber eine Würze in den Trank gemischt, sodass Hunding ganz tief und fest schläft. Sieglinde ist in ihrem Schlafgemach, die 3. Szene beginnt und Siegmund ist am Feuer und singt. Ein Schwert verhieß mir der Vater. Ein Schwert verhieß mir der Vater, ich fänd es in höchster Not. Er ruft seinen eigenen Vater an in seiner Not, der unter dem Namen Welse ihm bekannt war. Mit den berühmten, sehr lange ausgehaltenen Fermaten, den Welserufen des Tenors Siegmund. Eine der Paradestellen jedes Heldentenors. Ihm fällt auf, dass in der Esche diese Hütte von Hunding ist nämlich um einen Baum herumgebaut und in der Mitte dieser Hütte steht eine Esche, dass in dieser Esche ein Schwert hervorblitzt. Tatsächlich war es Welse, der eigentlich Wotan ist, der dieses Schwert in die Esche gerammt hatte. Und nur ein ganz bestimmter wird in der Lage sein, dieses Schwert aus dem Stamm herauszuziehen. Wer wohl? Siegmund. Warum
eigentlich hat sich Wotan als Welse ausgegeben. Nun, Wotan nicht anders als der griechische Göttervater Zeus, hatte verschiedene Frauen neben seiner eigenen Ehefrau. Im Falle von Wotan ist das Fricka. Wotan hat beispielsweise mehrere Kinder mit Erda, die Walküren, zu denen auch die eigene Tochter Brünnhilde gehört. Und er hat eben auch ein Zwillingspaar als Kinder mit einer namenlosen Wölfin. Und das Zwillingspaar sind Sigmund und Sieglinde. Diese Wölfin, die im Text so genannt wird, sonst keinen weiteren Namen hat, dieser Wölfin ist er als Wolf nahegetreten. Auch das wiederum sehr ähnlich der griechisch-römischen Mythologie. Und nannte sich selber Welse. Weshalb tatsächlich Sigmund über die Herkunft, über seine eigene Herkunft, nicht komplett Bescheid weiß. Die dritte Szene des ersten Aktes, in der wir uns befinden, ist auch deshalb so berühmt, weil sie tatsächlich vier große Arien, wenn man diesen Begriff ausnahmsweise mal verwenden darf in einem Musikdrama von Richard Wagner, aneinanderreiht. Zwei von Sigmund, zwei von Sieglinde, die auch beispielsweise bei Vorsingen ganz selbstverständlich immer vorgetragen werden. Ein Schwert, ich habe es gerade gespielt, ist die erste von Sigmund. Es folgt dann von Sieglinde, der Männersippe. Der Männersippe saß hier im Saal, von Hunding zur Hochzeit geladen. Er freite ein Weib, das ungefragt Schächer ihm schenkten zur Frau. Traurig saß ich, während sie tranken, ein Fremder trat da herein. Ein Greis in grauem Gewand, und welches Motiv hören wir dazu? Natürlich das Motiv, was auf Walhall, auf die Götterwelt, auf Wotan verweist. Ein gutes Beispiel dafür, dass das Orchester im gesamten Ring des Nibelungen häufig so eine Funktion des allwissenden Erzählers erfüllt und wir, die wir den Klang des Orchesters hören, dadurch dann auch zu Komplizen werden. Wir wissen teilweise mehr, als eben eine Sieglinde oder ein Sigmund zu dem Zeitpunkt selber weiß. Weshalb hier eben der Text etwas uns sagt, das, was Sieglinde singt, uns sagt, aber auch die Motive, die wir aus dem Orchestergraben hören. Ein ganz wichtiger Teil tatsächlich der Handlung eben auch ist. Sigmund und Sieglinde spüren von Anfang an, dass sie gegenseitig angezogen werden. Sie erzählen sich ihre Geschichten, ihre Herkunft und stellen dann überrascht fest, dass sie eben Zwillingsgeschwister sind und dass sie sich ineinander verlieben. Sigmund singt Winterstürme wichen dem Wonnemond. Antwortet mit: Du bist der Lenz. Und so endet dieser erste Akt in höchster Liebesbegeisterung. Der Vorhang schließt sich. Und zwischen dem ersten und dem zweiten Akt zeugen Sigmund und Sieglinde einen Sohn, der später Siegfried genannt werden wird. Siegfried, der Held des Abends, der auf die Walküre folgen wird. Noch etwas weiteres passiert zwischen dem ersten und dem zweiten Akt. Hunding ruft Fricka an, die Göttin Fricka, Ehefrau von Wotan, die Hüterin der Ehe. Und später wird noch etwas weiteres passieren,
Denn Brünnhilde, die Tochter von Wotan, nicht aber die Tochter seiner Ehefrau Fricka, Brünnhilde wird auch allwissend davon Kenntnis haben, dass in Sieglindes Körper Siegfried heranwächst, obwohl dies ja erst einige Stunden her ist. Der zweite Akt. Nach einem aufwühlenden Orchestervorspiel hören wir zunächst einmal Wotan und dann Brünnhilde mit den berühmten Hoyotoho-Rufen. Brünnhilde, die ja im Rheingold noch nicht aufgetreten ist, ist eine der bestimmenden Bühnenpersönlichkeiten, nicht nur für die Walküre, sondern auch am Ende des Siegfrieds und natürlich auch in der Götterdämmerung. Es ist interessant, dass Richard Wagner dieses Werk die Walküre genannt hat. Er hätte es ja auch zum Beispiel Brünnhilde nennen können, so wie er Siegfried genannt hat und wie er übrigens auch in den Werken vor dem Ring des Nibelungen Lohengrin oder Tannhäuser als Titel verwendet hat und später dann auch Tristan und Isolde, also tatsächliche Namen. Die anderen Titel wie das Rheingold, die Götterdämmerung, die Meistersinger von Nürnberg sind ja in anderer Hinsicht Bezeichnungen, die in eine andere Richtung gehen. So, aber hier, er sagt nicht Brünnhilde, sondern er verwendet den Titel Die Walküre. Das weist darauf hin, dass es um mehr geht als um die Lebensbeschreibung einer Heldin, um Brünnhilde, sondern es geht auch darum, was ist eigentlich eine Walküre? Und wenn dann gegen Ende dieses Werkes Wotan den schmerzlichen Satz zu seiner Tochter Brünnhilde sagen wird, Walküre bist du gewesen. Du bist nicht mehr göttlich, du gehörst eigentlich nicht mehr zu meiner Familie so richtig dazu, dann macht das ganz vieles deutlich, dass in diesem Werk vieles ins Wanken gerät. Am Beispiel dieser Walküre, die eine schmerzliche Transformation vollzieht. Wir kommen im dritten Akt dann dazu. Nun, Fricka, die Ehefrau von Wotan, macht ihrem Ehemann große Vorhaltungen, dass er nichts dagegen täte, diesen Ehebruch, den Sieglinde aus Hundings Sicht an ihm vollzieht, zu unterbinden. Wotan reagiert erstmal mürrisch, abweisend, was Fricka kümmert, künde sie frei. Dann redet sie relativ lange und er ist relativ gelassen, würde man vielleicht sagen. Wenn Fricka sich echauffiert, wann ward es erlebt, dass leiblich Geschwister sich liebten? Dann antwortet er, heut hast du's erlebt. Fricka wiederum lässt nicht locker und die Szene endet damit, dass Wotan keine andere Wahl hat, zumindest keine andere Möglichkeit sieht, als tatsächlich zu entscheiden, im bevorstehenden Zweikampf zwischen Hunding und Siegmund muss Hunding gewinnen. Brünnhilde kehrt zu ihrem Vater Wotan zurück, merkt, dass er in sehr grüblerischer Verfassung ist und es entspinnt sich eine große Szene, das ist die zweite Szene des zweiten Aktes, in der, ja, man kann vielleicht fast sagen, so eine Anmutung von Sigmund Freuds Couch vorgestellt wird. Wotan hält einen sehr langen, sehr leise vorzutragenden Monolog
Und Brünnhilde hört über weite Strecken einfach nur zu. Wotan, laut Vortragsanweisung sehr leise, sagt: Lass ich's verlauten, löse ich dann nicht meines Willens haltenden Haft. Und Brünnhilde antwortet ebenfalls sehr leise: Zu Wotans Willen sprichst du, sagst du mir, was du willst. Wer bin ich, wär ich dein Wille nicht? Brünnhilde, die Tochter Wotans, bezeichnet sich selber als Wotans Willen. Wotan nutzt diese zweite Szene, um sein Innerstes komplett auszupacken. Richard Wagner hatte die Dichtung für den Ring des Nibelungen in umgekehrter Reihenfolge geschrieben. Er hatte angefangen mit Siegfrieds Tod und sich dann immer weiter vorgearbeitet, sodass also das Rheingold, der Vorabend dieser Tetralogie, von der Dichtung her als letztes geschrieben wurde. Das führt dazu, dass immer mal wieder im Ring des Nibelungen Informationen auf der Bühne gesungen werden, die wir eigentlich schon kennen. Auch hier Wotan erzählt über weite Strecken etwas, was wir schon kennen als diejenigen, die wir das Rheingold erlebt haben. Aber es erklärt sich einerseits aus der Arbeitsweise Richard Wagners und andererseits gibt es uns die Möglichkeit, gewisse Informationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln wahrzunehmen. Also eine Multiperspektivität, die tatsächlich diesen Ring des Nibelungen sehr spannend macht, weil sich dadurch manchmal auch die Zeitebenen ineinander verschränken. Es geht nicht einfach nur linear voran, sondern hier eben in diesem Wotan-Monolog sind wir, wenn man so will, plötzlich zurückversetzt in eine vergangene Zeit, nämlich in das Rheingold. Am Ende dieser zweiten Szene ist klar, Wotan gibt Brünnhilde den klaren Auftrag, Hunding muss den Zweikampf gewinnen. Brünnhilde als Walküre ist diejenige, die das Schlachtlos bestimmt, also sie zusammen mit den anderen Walküren, mit ihren Schwestern, ist zuständig tatsächlich dann im Zweikampf auch gegebenenfalls die Entscheidung zu treffen, wer gewinnen darf. Und sie hört diesen Auftrag sehr genau. In der dritten Szene wandelt sich unser Blick von der Götterwelt weg zu dieser einsamen Gegend, in der Siegmund und Sieglinde geflüchtet sind. Natürlich in einer außer sich seiend, in einer angsterfüllten Stimmung. Wir hören eine aufwühlende Musik. Raste nun hier, gönne dir Ruhe. Weiter, weiter, singt Sieglinde und fällt dann nach und nach in einen Schlaf, in ein Delirium. Die vierte Szene beginnt, Sieglinde schlafend, Siegmund hier, Brünnhilde erscheint. Diese vierte Szene, die sogenannte Todesverkündigungsszene, ist sicherlich nicht nur aus meiner Wahrnehmung heraus das Zentrum der Walküre. Sie beginnt folgendermaßen. Mit diesen wenigen Akkorden beginnt Richard Wagner eine Welt zu öffnen, die sehr, sehr weit in die Zukunft reichen wird. Wir lesen ja sehr oft, dass Tristan und Isolde mit dem Tristan-Akkord häufig, dass dieser Tristan-Akkord das Tor weit aufgestoßen habe
in eine Welt, die nicht mehr ein tonales Zentrum im Sinne einer Funktionstheorie mit Tonika, Subdominante, Dominante und wieder Tonika hat und verschiedenen Abwandlungen, sondern tatsächlich in anderer Hinsicht nicht atonal, aber eben nicht in dieser Hinsicht tonal aufgebaut sei. Das stimmt natürlich. Aber die Walküre vor Tristan und Isolde komponiert, in dieser vierten Szene ist das eigentlich alles schon angelegt. Denn wir können mit so weitermachen, immer weiter, bis sich irgendwann der Kreis schließt. Mich erinnert das ein bisschen an die Kunstwerke zum Beispiel von M.C. Escher. Das ist der Künstler, der Transformationen, Metamorphosen gezeichnet hat. Und es kommt manchmal vor, dass man am Ende eigentlich wieder bei der gleichen Figur angelangt ist und plötzlich aus zwei Figuren komplementär sich etwas ergibt, je nachdem, ob man dieses oder jenes sieht. Sehr spannend. Und das, diese Transformation, diese Metamorphose, haben wir hier eben auch. Wir kommen in kürzester Zeit, im kürzesten Weg von A nach B und enden mit einem Dominant-Septakkord, der eben auch analog zu Tristan und Isolde eben gerade nicht einfach ein Dur-Dreiklang ist. Es bleibt offen. Es geht immer weiter. Vielleicht interessiert Sie ein kleiner Ausblick, wie wir solch eine Szene proben mit den Bläsern, denn tatsächlich kann man sich vorstellen, dass das von der Intonation her alles andere als einfach ist, diese Akkorde auszustimmen. Und ich persönlich, mir persönlich ist ganz, ganz wichtig, dass wir verstehen, diese beiden Töne wandeln ihre Funktion und werden zu einem neuen Akkord. Das heißt, wir müssen wissen, was ist das Zentrum dieses Akkords? Dieser Ton wandelt seine Funktion und an dem richten wir uns aus. Brünnhilde ist so beeindruckt von Siegmunds Standhaftigkeit, denn er fragt sie, was ihn denn erwarten würde, wenn er jetzt im Zweikampf unterliegt, wenn er stirbt. Und nachdem sie ihm verschiedene Verheißungen macht, was da in Walhall alles an schönen Dingen auf ihn wartet. Und er dann aber fragt, kann ich auch Sieglinde dort sehen? Und Brünnhilde sagt, nein, Sieglinde muss noch Erdenluft atmen. Sagt dann, nein, danke, dann komme ich nicht mit. Und diese Standhaftigkeit und Direktheit, wenn Sieglinde nicht da ist, gehe ich da auch nicht hin, löst in ihr eine solche Begeisterung aus, dass sie tatsächlich sich entscheidet, gegen Wotans klare Ansage zu handeln und nicht Hunding gewinnen zu lassen, sondern Siegmund. So kommt es, dass im Zweikampf, in der fünften Szene, wir hören da ein Stierhorn, einem C spielt und auch da sozusagen diese urtümliche Atmosphäre schafft. Übrigens in Walküre spielt das Stierhorn immer auf einem C. In der Götterdämmerung haben wir immerhin auch noch ein Des und ein D für die Stierhörner dabei, aber Walküre gibt es nur ein C-Stierhorn. In dieser fünften Szene, wo es zum Zweikampf kommt, Hunding und Siegmund treffen aufeinander. Die Walküre, Brünnhilde, will dafür sorgen, dass Siegmund gewinnt, aber Wotan, der allwissende Wotan, hat den Braten natürlich gerochen, hält seinen Speer dazwischen und an Wotans Speer zerschellt Siegmunds Schwert in zwei Teile. Sodass Hunding seinen Gegner, Siegmund, töten kann.
Wotan aber hat solch eine Verachtung für Hunding übrig, dass er ja, eine grausame Tötungsart für Hunding wählt. Er tut nichts anderes als: Geh hin, Knecht, geh! Ihm zuzuschmeißen und Hunding fällt tot um. Brünhilde ist klar, was für eine Situation nun auf sie wartet, denn sie hat die Ansage des Göttervaters nicht befolgt. Sie schnappt sich die zwei Teile des Schwerts, nimmt Sieglinde und ihr Luftross, Grane, ihr Pferd, und macht sich von dannen, und Wotan wiederum folgt ihr. Der dritte Akt beginnt mit dem berühmten Walkürenritt. Es ist immer ein großes Fest, im Orchestergraben zu sein und gemeinsam diesen Walkürenritt zu zelebrieren. 8 Walküren, Brünhilde nicht mit eingerechnet, treten auf, die in, ich würde sagen, ausgelassener Stimmung sind. Sie haben so schöne Namen wie Sigrune, Waltraute, Schwertleite, Helmwiege, Gerhilde, also die sprechendsten Namen, die man sich vorstellen kann. Auch sie singen natürlich Hoyotoho, Hayaha und haben mächtig Freude miteinander. Bis schließlich Brünhilde und Sieglinde, die zunächst noch nichts sagt, auftreten und ganz offensichtlich in größter Not sind. Schützt mich und helft in höchster Not. Wo rittest du her? Wohin in rasender Hast? Wo rittest du her in rasender Hast? Zum ersten Mal flieh ich und bin verfolgt. Heervater hetzt mir nach, singt Brünhilde. Der Heervater, ihr eigener Vater. Schließlich meldet sich auch Sieglinde zu Wort. Nicht zehre dich Sorge um mich. Einzig taugt mir der Tod. Fern von Siegmund hat auch Sieglinde keinen Grund mehr weiterzuleben. Brünhilde aber weiß ja, dass Sieglinde ein Kind erwartet, Siegfried. Und sie teilt es Sieglinde mit. Das führt dazu, dass Sieglinde ruft: Rette die Mutter, rette mich kühne, und in Fahrt kommt. Sie macht sich auf den Weg Richtung Osten. Richtung Osten, da ist nämlich ein Gebiet, in dem, wie wir dann im Siegfried lernen werden, nicht nur Fafner, sondern auch Mime zu Hause sind. Und dort will Sieglinde Zuflucht suchen. Die zwei Teile des Schwertes nimmt sie mit, die dann im Siegfried dann große Bedeutung gewinnen werden. Wotan tritt auf. Interessanterweise ist er, der natürlich gemeinsam mit einem großen Donner, den man auch hört, der richtig komponiert ist, auftritt. Wotan ist ein bisschen langsamer gewesen als Brünhilde und Sieglinde auf dem Luftross Grane. Wotan tritt auf und, naja, alle sind in größter Angst vor dem Göttervater. Wo ist Brünhild? Wo die Verbrecherin? Wagt ihr, die Böse vor mir zu bergen? Weichherziges Weibergezücht. Starke Worte. Nun, die 8 Walküren ohne Brünhilde machen sich schleunigst aus dem Staub
Und die dritte Szene beginnt, eine der schmerzlichsten Szenen, die wir in der Literatur haben, zwischen Vater und Tochter, zwischen Wotan und Brünnhilde. Er macht ihr deutlich, du hast gegen meinen Willen, gegen meine Ansage verstoßen. Sie wiederum rechtfertigt sich, aber eigentlich wolltest du das doch. Also die ganz alte klassische Frage, die wir auch beispielsweise bei Kleist haben. Wenn ich weiß, dass jemand anders es eigentlich vermutlich gut gefunden hätte, dass ich es so mache, er es aber ausdrücklich anders befohlen hat, soll ich es dann trotzdem tun? Brünnhilde hatte sich dafür entschieden. Wotan weiß das auch, aber er glaubt nicht anders zu können, als seine eigene Tochter zu bestrafen. Indem er ihre Walkürenheit, ihre Göttlichkeit ihr nimmt und auf ihren Wunsch hin dann nicht nur von einem Feuerkreis umschließen lässt, sondern auch, wie gesagt, auf ihren Wunsch hin, dass nur derjenige, also nur ein Held, diesen Feuerkreis durchschreiten kann, der keine Angst hat vor dem Feuer. Also sie ist nicht schutzlos ausgeliefert, sondern wenigstens ein Held soll es sein, der einst sie dann befreit. Dieser Feuerkreis, der klingt folgendermaßen. Piccoloflöte, viele Streicher, 32. schnelle Noten und natürlich die Harfen sind der bestimmende Klang. Wotan hat nicht nur Brünnhilde bestraft, sondern auch sich selber bestraft. Denn mehr und mehr wird deutlich, dass nicht nur Brünnhilde eine Transformation durchmacht, sondern auch der Göttervater. Er begann im Rheingold als mehr oder weniger unangefochtener Chef, leider bankrott. Hier in der Walküre gibt er bereits einiges seiner Macht ab. Und mit dem Ende der Walküre ist klar, dass er im Siegfried nicht mehr als Wotan auftreten wird, sondern nur noch als Wanderer, also als jemand, der die Geschichte nicht mehr selber bestimmt, sondern der sie nur noch betrachtet. Und in der Götterdämmerung dann singt er auch gar nicht mehr, wenngleich er laut der Regieanweisung am Ende möglicherweise noch einmal aufzutreten hat. Die Walküre wiederum erwartet im Schlaf, umringt von dem Feuerkreis, ihren Helden und kurioserweise nicht nur Siegmund und Sieglinde sind Zwillingsgeschwister und zeugen einen Sohn zusammen, sondern Siegfried ist ja auch der Neffe von Brünnhilde, also Brünnhilde, die Tante von Siegfried. So endet diese Walküre tatsächlich in E-Dur. Schmerzlich schön.